Also ich bin Julius, hallo. Was wird schon getan gegen Hate Speech und Mobbing? Können wir irgendwie darauf hoffen, dass das nicht ein Problem wird? Schön, dass ihr heute hier seid bei der digitalen Jugendpressekonferenz. Es gibt ja Rap-Texte auch gegen Politiker. Ob wir dann Rap-Battle mit denen machen? Hallo an euch, die ihr gerade im Livestream zuschaut. Instagram ist tatsächlich so mein absolutes Lieblingsmedium. Ich benutze auch Facebook für die alten Leute. Es geht ganz klar um die Chancen, also das Tolle, und die, aber auch die Herausforderungen, vielleicht auch die Schattenseiten sozialer Medien. Wie geht ihr eigentlich damit um? Und was kann man insbesondere gegen Fake News und Hate Speech tun? Was das Thema Fake News betrifft, das finde ich das Erschreckende an der Studie, dass die meisten von euch sich dann doch sehr alleingelassen fühlen. Und wir sehen das ja ehrlicherweise, und das muss man einfach so deutlich sagen, gerade bei den Rechten, dass sie genau diese Fake News nutzen und das eben in sozialen Netzwerken. Und deswegen glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass auf die Stundenpläne in den Schulen der richtige Umgang mit sozialen Netzwerken kommt, der richtige Umgang mit dem Thema Fake News. Emily aus der 9. Klasse will wissen, darf man für geheime Regierungsnachrichten WhatsApp benutzen? Ich nutze es nicht, ich nutze andere Messenger-Dienste und man darf es auch nicht nehmen. Ich habe einmal die Frage, warum wir in der Schule momentan noch mit Büchern arbeiten, anstatt mit zum Beispiel Tablets, wenn sowieso im Alltag und generell überall schon jetzt alles modernisiert wird. Ich finde, das ist total wichtig im Arbeitsalltag, und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch in der Schule anfängt, dass man auch lernt, damit umzugehen, dass man auch unterschiedliche Betriebssysteme beispielsweise kennenlernt. Wer muss zu Hause beim Essen das Handy weglegen? Alle gut erzogen. Oder ihr meldet euch jetzt aus Gruppenzwang. Und ich sage ganz offen, dass ich das Blockieren tatsächlich von den Piraten damals gelernt habe. Und da bin ich mittlerweile wirklich knallhart geworden. Wenn Leute beleidigen oder drohen, dann werden sie gelöscht und blockiert. Punkt aus. Und das würde ich euch auch einfach raten. Weil die haben blockiert ohne Ende. Und dann dachte ich, na also, wenn die blockieren. Und seitdem mache ich das tatsächlich auch gnadenlos. Ich finde, dass das total wichtig ist, weil wir uns dagegen zur Wehr setzen müssen, dass diese Trolle das Internet von uns übernehmen. Man muss sich nicht mit jedem Idioten abgeben, wirklich nicht. Apropos nicht mit jedem Idioten abgeben, Ria, da wäre noch eine ganz kurze Frage an dich. Folgst du auch Leuten, die nicht deine Meinung vertreten? Natürlich folge ich auch Leuten, die nicht meine Meinung vertreten. Das ist ja total wichtig, dass man auch in die Diskussion geht miteinander, weil sonst landet man nämlich auch in diesen Filterblasen, wenn man die ganze Zeit nur das zurückgeschaltet bekommt, was man eh schon vertritt. Aber was man nicht aushalten muss, das sind Beleidigungen. Und da muss man auch eine ganz klare Grenze ziehen. Und da darf man dann auch löschen, da darf man auch mal eine Strafanzeige stellen. Seid ihr für ein Handyverbot an Schulen oder dagegen? Dieses grundsätzliche komplett weg bin ich total dagegen, sondern ich finde eher, dass es auch integriert werden muss in den Unterricht und dass da die Schülerinnen und Schüler natürlich auch aufs Leben vorbereitet werden müssen. Ich halte nichts von einem Handyverbot. Ich finde, wir müssen damit richtig umgehen, aber es nicht verbieten. Das bringt überhaupt nichts.